So, dann wollen wir doch mal sehen, ob unser Plan, beziehungsweise mein Plan, meine Taktik gegen den Boss aufgeht. Ja, das wollte ich ja behalten. So, das Erste, was ich machen werde, ist mich verteidigen. Und dann werde ich mich hier verteidigen. Gegen diese Drecksdinger da. Perfekt! I reckon we should take down the healer first, unless you can kill the other two really, really quickly. Nee. Kann ich nicht. Ja, jetzt heilen die sich. Aber nicht mehr lange. Wie viel HP haben die denn alle? Alter, das ist eine ganze Menge. Okay, wie Natalie schon gesagt hat, wir müssen den da unten zuerst wegmachen. Aber kann man die vergiften? Ich kann den vergiften. Dann mache ich das aber nicht mit dem Giftgas, weil ich weiß, dass der obere gegen Giftresistenz ist. Dann heilt er sich auch. Did his skeleton just pop out? I thought only snakes could do that. Offensichtlich auch Dragons. Das war sinnfrei. So, da man den vergiften kann, werde ich das auch ausnutzen. Ja, also, geht doch. Und hier werde ich angreifen. Mit Wasser? Dark Earth. Das wird nur helfen, wenn es gebufft ist. Kann ich denn nicht irgendwas anderes machen? Ich könnte versuchen, das hier zu machen. Flare could sure save our bacon against some hard-hitting foes. So long as they're not resistant to it, I guess. Der obere auf jeden Fall nicht. Dann werden es die anderen beiden auch nicht sein. Es ist ein bisschen laggy, ne? Gerade eben. So eine Scheiße. Okay, dann werde ich jetzt Qun einsetzen. Aber das Cleaver werde ich mir aufbewahren für den Typen da oben. Stattdessen werde ich jetzt den dann nochmal vergiften. Genau, dann ist er nämlich auf Stufe 9. Und ich kann den erblinden. Das geht. Seht ihr? Seht ihr? I thought you could stay alive a bit longer than that. Ja, das habe ich auch gehofft. Verdammte Axt. Das macht ihr gut Schaden. Nee, 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 nee. Man kriegt ein Achievement dafür. Oder ich hab's schon, weiß ich nicht. Dark Earth. Nee, ich muss jetzt hier erstmal die positiven Werte wegmachen. Und dann werde ich mich mit ihm verteidigen, damit der nicht stirbt, weil der hat gerade keine Verteidigung da. Ah! Das kann auch Dispel, oder? Nee, nee, konnte es nicht. Wenn schon, dann wird es mir angezeigt. Are you serious right now? Weg mit den blöden Werten da. Und dann gibst du ihm das hier. Das heilt doch auch ein bisschen, ne? Ja. Und gib dir die ganzen Werte, das ist hilfreich. Und dann greif an, Junge. Ich habe so das Gefühl, das Flair bringt fast gar nichts. Das ist super. Ah, solange du den richtigen angreifst. Perfekt, das heilt den Status-Effekt. Sehr schön. Nein, ich probier's mal mit Regeneration. Vielleicht ist das ja hilfreich. Wer weiß. Es könnte ein langer Kampf werden gegen die. Das war sinnvoll. Perfekt. Okay, Erde, ne? Ja. Geil. Du kannst jetzt auch angreifen. Und zwar so. Na, also. Jetzt geht's doch hier richtig los.
Ack, ack, Crispy. Der hat schon über die Hälfte weg. Das geht gut voran. Seifen sind die immun, ne? Ja, brauche ich gar nicht nachlesen, sind sie bestimmt. Das der Regenerationskram ist schon hilfreich. Jetzt habe ich schon wieder das Falsche eingesetzt. Ich wollte eigentlich den Screamer einsetzen, damit die magische Verteidigung noch mehr gesenkt wird. Regen verschwindet nächste Runde, aber das ist okay. So, jetzt werde ich es einsetzen. 20% weg. Das wird jetzt wehtun. Und das noch viel mehr. Ah, okay, aber dann stirbt er jetzt durch das Gift. Das läuft ziemlich gut jetzt. Och, nö. Stirbt durch das Gift! Fuck! Jetzt ist die ja noch gestunt, oh nö. Ja, komm, mach's so. Not so tough with one less head, are you? Jetzt haben die aber erstmal einen extrem starken Angriffsboost. Den ich jetzt erstmal runterbringen muss. Weil immer wenn ein Kopf stirbt, dann kriegen die so einen Angriffsboost und der ist, ja, sehr, sehr böse. So, aber jetzt... werde ich den jetzt erstmal in Ruhe lassen und heil mal mein Gift. So viel zum Thema. Oh, scheiße. Das kriegst du wieder. Mach mal das da. Wie gehe ich jetzt gegen den vor? Water, Eis, Wind. Da hat Lance aber gar nichts. Ich sehe gerade, ich habe ein ganz anderes Problem. Meine Buffs für die Verteidigung sind weg. Das heißt, ich weiß, was ich jetzt tun werde. Erstmal dafür sorgen, dass ich hier wieder gut genug geschützt bin. Und du wirst hier heilen. Und dann werde ich versuchen, mit den beiden den Blaze, oder wie er auch heißt, zu vergiften. So, Miss Abby, das müsste Blaze sein, oder? Blaze? Blaze, genau. Verarsch mich nicht, den kannst du vergiften. Nee, kannst du nicht. Scheiße. Der ist immun dagegen. Ja, habe ich halt nicht gelesen. Ja gut, okay. Wenn dem so ist, dann hau ich halt eben mit Overlimits um mich, ne? Aber nur mit was? Eigentlich benutzen, der ist gegen Bomberesse. Ja, dann mach halt eben der Star. Besser als gar nichts. Dürfte auch gut Schaden machen. Ja. So, gegen was bist du anfällig? Water, Ice, Wind. Okay, nee, ich muss das ganz anders machen. Ich werde
mir mein Eisschwert wiederholen, kurz mal. Werd den verteidigen, dass er auch ganz sicher nicht stirbt jetzt. Und du isst mal eine Kokosnuss. So, denn jetzt wirst du nämlich angreifen. Hab ich? Okay, nein, warte. Dann wirst du jetzt erstmal deinen physischen Angriff erhöhen, damit das gleich richtig wehtun wird, weil den Schaden, den brauche ich nämlich. So, ich hoffe, der wird jetzt nicht gedebufft. Nein, wird er nicht. Sehr schön. So, jetzt wird's wehtun. Na also, das wollte ich sehen. Perfekt. Das hat ihm jetzt über die Hälfte weggezogen. Das hätte jetzt gerade besser nicht laufen können. Was mache ich jetzt mit dir, lieber Lance? Wasser, Eis, Wind. Ja, toll, der einzige Windangriff ist weg. Mit dem ist es egal, ob ich Wind mache oder nicht. Okay, warte, dann gebe ich dir ein Cupcake. Der Kampf wird noch so lange dauern. Ja, dann nimmt halt eben Matchschaden durch das durch die Dunkelheit. Ist jetzt eigentlich weiter so tragisch. Hauptsache, der hat jetzt einen krassen Angriff drauf, Alter. Kann ich ihn mit Bomben treffen? Nein, kann ich natürlich nicht. Meine Fresse, dann mach halt das. Ach du Scheiße. Matt! Oh! Okay, der ist weg. Und kein Moment zu früh. Okay, den Grafikfehler da, den ignorieren wir einfach mal gekonnt. Oh, Matt, Alter. Alter! Was? Ich hab den doch gedebufft. Warum hat das... Was? Was zum Teufel? Okay. Zur Kenntnis genommen. Scheiße, ne? Ich würde sagen, ich hole mir jetzt nochmal schnell das noch ein Level ab. Hä? Was zum Teufel ist da gerade eben passiert? Warum hat das so viel Schaden gemacht? Versuche mir jetzt gerade in meinem Schädel irgendeine Taktik zu überlegen, wie ich den am besten besiegen könnte. Eventuell vielleicht, wenn ich sie alle versuche, relativ gleichzeitig auszuschalten. So alle in einer Runde, dass ich die dann so weit schwäche und dass, wenn sie stark genug geschwächt sind, dass ich halt eben einen anderen angreife. Aber was hätte das denn für einen Sinn? Dann sind ja trotz alledem immer noch alle drei da und das ist ja gefährlich. Ja, obwohl, so gefährlich war das ja auch nicht, als alle drei da waren, ne? Ich
Ich bin jetzt halt eben nur so überfragt, warum mir das so viel Schaden gemacht hat. Das kann jetzt doch wohl nur nicht daran... Hatte ich etwa keine Verteidigungswerte oder was? Hä? Was ist da gerade passiert? Das muss ich mir gleich im Video nochmal anschauen, damit ich ungefähr weiß, was da abgegangen ist gerade eben. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, dankeschön. Aus dem Bild geklickt. Ja, aber der Boss, der ist an sich schon sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, ich verstehe auch warum. Der kriegt einfach ein... Der kriegt einfach dann... Einen enormen... Einfach so grundlosen Angriff. Wait a minute. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was wäre, wenn ich den Dunkeldrachen nicht als erst, nicht zuletzt ausschalte, sondern als erstes? Das mache ich, genau, das mache ich. Ich werde zuerst dann da oben den Dunkelheitsdrachen wegschlagen, dann den Heiligkeitsdrachen und zum Schluss dann den in der Mitte, weil der in der Mitte ist der, der am wenigsten gefährlich ist für mich. Weil ich halt eben so viel Feuerresistenz habe, deshalb. Natalie macht überhaupt gar keinen Schaden, wenn der so einen Feuerangriff macht, also warum eigentlich? Ach, wegen der Haarspange da oben, das kann sein. Die Haarspange tatsächlich so eine Riesenresistenz? Ich habe kein Level abgekriegt, verarschen. Alter. Ich gehe jetzt zurück in die Wüste. Hol mir dann dort ein Level ab, weil ich werde doch nicht so lange kämpfen. Dann habe ich noch eine größere Chance. Das ist ja eine ganz gute Idee, was ich da gerade habe. Ich gehe jetzt in die Wüste zurück. Ja, das mit den Drachen, das werde ich ausprobieren. So, welcher Gegner ist der stärkste? Es wäre dann da hinten wohl der Sandwurm. Die dürfte aber relativ schnell weggehen. Ah, Junge! Das dürfte schnell gehen. Ja. Schalte ich lieber zuerst mal die da aus. Die nerven auch nur. We could always run away and come back with some poison resistance armor, or maybe even leave this battle for later, just saying. Und weg damit. Der dürfte mir die Erfahrungspunkte geben, die ich brauche. Oh, du da auch. So, Level 29. Und die Taktik, die werde ich jetzt da nochmal ausprobieren, weil ich werde jetzt den Part beenden, weil ich sowieso auf Klo muss. So, dann gehe ich jetzt nochmal zu denen hin. Zu dem Drachen. Und dann haue ich den richtig eine rein. Das wird funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, bis dann, Leute.